Hallihallo Leute und herzlich willkommen zum fünften Part von Eternal Darkness. Und ich bin wieder einigermaßen auf dem Damm, also zumindest nicht mehr verschnupft. Kann sein, dass ich zwischenzeitlich etwas huste, aber ansonsten geht's mir wieder prächtig. Und wir stehen immer noch vor diesem Sarg und haben überlegt, sollen wir ihn öffnen, sollen wir es lassen? Und ihr wollt, dass wir ihn öffnen, habe ich in den Comments gelesen, aber vorher... Bevor ich das mache, würde ich gerne mal hier hochschauen. Wo sind wir denn hier gelandet? Elia. An die erinnern wir uns noch. Pius Augustus. Na, nicht mehr ganz so frisch. Boden ist richtig, richtig cool gemacht. Eingebettet in etwas, das Ähnlichkeit mit einer lederhautartigen Hand hat, liegt ein geheimnisvolles Buch, gebunden in Menschenhaut und aufwendig mit geschrumpften Knochen dekoriert. Es scheint zu rufen und nach seinem Besitzer zu verlangen. Soll Anthony das Tome of Eternal Darkness an sich nehmen? Ich denke, wir nehmen das einfach mal. Oh je. Im Regal steht eine blaue Urne. Hat irgendwas geklimpert in der Urne. Ich finde die Umgebung so richtig toll. Schwaches Sonnenlicht dringt durch die Fenster in den Raum. In den Lichtstrahlen, die den aufkommenden Schatten trotzen wollen, tanzen dünne Staubflocken. Entschuldigung. Ich finde die Beschreibung richtig toll. Und vor lauter Staub muss ich jetzt auch husten. Da können wir nichts weiter untersuchen. Hier irgendwas. Eine bemerkenswerte Anzahl an Büchern und von dicken Wälzern ist peinlich genau in den Regalen eingeordnet. Die Bücher in der Hauptzahl religiöser Natur stehen in der Staubschicht so, als habe noch niemand die Hand nach ihnen ausgestreckt. Da noch was? Nö, da steht das Gleiche. Sprachlos über die Unaufmerksamkeit Anthonys bittet ihn der Mönch, ihn alleine zu lassen. Der Mönch ist auf seine Aufgaben konzentriert und möchte nicht gestört werden. Dann lassen wir die halt mal in Ruhe und weil wir sowieso nichts Besseres zu tun haben, öffnen wir jetzt endlich den Sarg. Na komm, geh aus dem Weg. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Das ist Devil's Work. Wir sollten aus hier raus. Du hast bewiesen, was wir am meisten most. Dieser poor Mann hat der Victim von großem Evil. Look, how his body has been defiled. As if something has burst out from inside him. Here, take this for your protection. And find the bishop. He must be informed of this horrible discovery. Anthony hat einen Skrammersax erhalten. So, die Mönche sind alle weg. Anthony schaut vorsichtig in den Sarg und sieht den Körper eines Mönches. Er trägt das durch seine schweren Wunden blutgetränkte Gewand seines Ordens. Wenn sich sogar ein schwarzes Gewand blutrot färbt, muss das eine schwere Wunde sein. Ach ja, der Fluch. Oh, jetzt gehen wir auch hier hin. Ist nichts. Eine
Ein geheimnisvolles goldenes Medaillon liegt auf dem Tisch. Anthony hat einen Machtzirkel erhalten. Ja, Machtzirkel zeigen die Kraft eines Spruches an. Je mehr Punkte ein Zirkel besitzt, desto stärker ist der Spruch. Sprüche sind magische Formeln, die die natürlichen Fähigkeiten eines Charakters erweitern. So, bla bla, das können wir uns eigentlich alles sparen. Das werdet ihr später feststellen, wie das mit dem Zaubersystem hier funktioniert. Zwischen all den Büchern und Manuskripten verlangt ein Buch besondere Aufmerksamkeit. Es steht vom Staub unberührt im Regal, so als gehöre es eigentlich gar nicht dorthin. Soll Anthony das Buch nehmen? Ha! Alte Kirchen haben doch immer wieder einen Geheimgang. So. Wir brauchen... Ja, da haben wir auch schon unseren ersten Gegner. Ich werde mal zum Scammersax greifen. Boah. Anthony hat eine magische Rune gefunden. Mit den Runen, wenn wir jetzt die Runen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir wissen, was sie bedeuten. Denn wir brauchen, neben dem Machtzirkel, den wir jetzt halt schon gefunden haben, brauchen wir noch halt eine Ausrichtungsrune, die finden wir dann hier in der Reihe. Und eine Rufrune und natürlich auch eine, in welche Richtung dieser Spruch halt gehen soll. Das kriegen wir alles nach der Reihe. Und außerdem brauchen wir natürlich im besten Fall einen Kodex, denn wir wissen nicht, was diese Rune bedeutet. Das alles müssen wir finden. So, ist hier noch irgendwas? Ich könnte eine Fackel gebrauchen, aber ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Ist doch recht düster. Oh. Ja, das Feuer sieht echt nicht so gut aus. Also das hätte man auch schon zu Gamecube-Zeiten besser hinkriegen können und das haben auch viele Spiele. Aber daran merkt man, dass das Spiel ursprünglich ein Nintendo 64-Spiel war. Shit. Anthony ist eigentlich sehr gut beisammen. Also wenn man es sich ansieht, er hat eine ziemlich hohe Lebensanzeige und er hat auch eine ziemlich hohe Verstandsanzeige, die ich jetzt allerdings nicht auffüllen will. Fackel nehmen wir mal. Ein bisschen zumindest. Den anderen lassen wir so verschwinden. Dankbar noch am Leben zu sein, berichtet der Mönch von den Geschehnissen. Er war gerade dabei, eine geweihte Urne vom Taufbecken zu transportieren, als er sich dem Bischof gegenüber sah. Dieser schwang ein großes Schwert und in seinen Augen loderte ein wildes Feuer. Starr vor Angst ließ der Mönch die Urne fallen und rannte weg. Als er später zurückkam, um die Urne zu holen, fand er stattdessen nur das Schwert des Bischofs vor. Dankbar für seine Rettung überreicht der Mönch Anthony das Schwert des Bischofs. Ja, das ist sehr interessant. Denn hätten wir diesen Bischof jetzt nicht, diesen Mönch jetzt nicht gerettet, hätten wir das Schwert nicht bekommen und das hat auch noch später Auswirkungen aufs Spiel. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. So, jetzt müssen wir erstmal die Fackel hier nehmen. Oh, da liegen zerbrochenen Teile der Urne. Ja, ja, ich weiß, wie es funktioniert. Zum Glück kann man das alles dann wegdrücken. Hier sonst noch ein zerbrochener Urnenteil. Ich glaube, wir müssen eigentlich alles zusammen haben. So, die
Die Urne hätten wir wieder zusammen. Eigentlich bringt sie uns so nichts. Können wir uns mal gucken, was in dieser blauen Urne drin ist. Diese glänzende Urne mit ihrer kobaltblauen Glasur strahlt eine überirdische Aura ab. Auf einer Seite befindet sich ein sonderbares Zeichen. Und natürlich, als Anthony die Urne umdreht, gleitet sie ihm aus den Händen, fällt auf den Boden und zerbricht in viele Teile. Anthony hat eine zerbrochene blaue Urne aufgehoben. Anthony hat eine magische Rune gefunden. Jawohl. Jetzt haben wir hier die wunderbare Ausrichtungsrune. Na, wo ist es denn? Da. Runen. Allerdings wissen wir auch noch nicht, was sie bedeutet und was sie tut. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Ach ja, ich wollte ja noch gucken, was er zu den anderen Sachen sagt. Ein Schwert mit zwei scharfen Kanten, auch Bastardschwert oder Einhalbhänder, aufgrund der Länge des Hefts genannt. Es kann mit einer Hand geführt werden, während die andere es unterstützt. In der Antike war die Fackel eine gebräuchliche Lichtquelle. Sie kann dazu benutzt werden, Anthony den Weg auszuleuchten oder Gegner in Brand zu setzen. Sehr wichtige Info. Die Nachrichtenrolle haben wir auch. Nachrichtenrollen wurden oft zum sicheren Transport von Nachrichten benutzt. Auf dieser Rolle ist ein seltsames fünfeckiges Diagramm mit merkwürdigen Buchstaben in jeder Ecke abgebildet. Als Anthony die Rolle öffnete, passierte etwas Seltsames. Dieses Etwas war für Kaiser Karl den Großen gedacht. Anthony vermutet einen Komplott gegen den Kaiser und schwört, dass er Karl den Großen, koste es, was es wolle, warnen wird. Jetzt sagt er noch zum Skamasax. Mit ihrer massiven Schneide kann dieser Waffe der Franken und Sachsen tödliche Wunden zufügen. Sie ist für die Offensive gedacht und nicht so sehr für den defensiven Kampf. Waffen sind doch im Allgemeinen relativ offensiv. Also, wenn ich mich verteidigen will, dann nehme ich doch ein Schild. Oder so. Einen Schild. Sorry. Eine aus Stein gemeißelte Tafel liegt auf dem Boden. Jetzt haben wir den Kodex. Und den Kodex zu einer Rune, deren Rune wir noch nicht haben halt. Also dessen Rune und so. Ja, jedenfalls. Können wir ohne Kodex die Rune nicht identifizieren, aber ohne Rune bringt uns der Kodex auch herzlich wenig. So. Und da haben wir auch schon die Rune. Wenn wir jetzt auf die Runen gehen, seht ihr. Margomor. Item. Heißt das Ganze. Dann schauen wir mal, was wir damit anstellen können dann. Die Gegner lassen wir weiter fackeln und gehen weiter. Greifen sich die Gegner eigentlich gegenseitig an? Ja, tun sie. Die Zombies mögen sich nicht gegenseitig. Oh, und die haben gewonnen. Müssen wir die umbringen. Dann können wir jetzt übrigens wieder zum Skamasax greifen. Eine rote Urne steht neben dem Brunnen. Anthony hat eine gefüllte rote Urne aufgehoben. Was ist die denn gefüllt? Der Schein dieser tiefroten Glasur der Urne hat die Farbe eines blutigen Herzens, das gerade erst im Körper entrissen wurde. Auf einer Seite ist ein sonderbares Zeichen angebracht. Sie ist mit einer stinkenden, fauligen Flüssigkeit gefüllt. Das wird wahrscheinlich diese hier sein. Die erschreckende Darstellung eines abscheulichen Teufels. Das Bild ist so gewunden und geformt, dass es wie der Brunnen einer Quelle aussieht. Um was für eine widerliche Flüssigkeit, die aus einer von Schaum verkrusteten Öffnung in das Becken tröpfelt, handelt es sich wohl. Die Steinentafel liegt auf dem Sockel. Jetzt haben wir auch den magischen Kodex für die nächste Rune. Und zwar hier. Ulioth. Ulioth ist eine Gottheit. Eine dieser drei wunderbaren Artefakte, die wir am Anfang
mit Pius Augustus gesehen haben, ist Ulioth zugeordnet gewesen und wir haben uns ja da für Zelotath entschieden. So, das füttern wir gleich mal ab. Ah, und da haben wir auch den letzten magischen Kodex. Zumindest wissen wir jetzt auch, was diese Rune heißt. Diese Rune heißt Projizieren. Religiöse Texte von unaussprechlichem Wesen, geschrieben in Sprachen, derer nur dunkle Kreaturen und verdorbene Menschen mächtig sind. Da steht auch nur das Gleiche. Auf dem Tisch liegen Bücher und darauf eine altertümliche Rolle, die offenbar aus Papier besteht. Der hat den Spruch magisches Item erhalten. Wir können den Spruch ja gleich. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Hier. Tun den auf Y zulegen erstmal. Gut. Danke. Mit Y können wir jetzt den Schnellspruch aktivieren und können ihn zum Beispiel auf diese zerbrochene blaue Urne anwenden. Und sie ist wieder ganz. Also Item projizieren heißt reparieren. Auch die grüne Rune haben wir wieder repariert. Dieser Tisch ist überladen mit obskuren Artefakten und Texten. Er symbolisiert eine unheilige Präsenz, die in dieser Kirche nur zu allgegenwärtig ist. Ein Pfuhl von Gräueltaten und Bösen. Der Bischof ist hinter dieser Geheimtür verschwunden. Irgendwie muss sich die Tür öffnen lassen. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Steht alles schon. Haben wir alles? Im Boden ist eine eiserne Platte eingelassen, in die drei merkwürdige Kreise eingearbeitet sind. Wasserspritzer haben dem Eisen zugesetzt. Die Oberfläche ist uneben und abgenutzt. Wenn wir uns da draufstellen, geht die Tür auf. Aber sobald wir uns wieder entfernen, geht sie wieder zu. Was könnten wir hier tun? Nun, das Rätsel ist ja ganz einfach wohl. Wir stellen einfach mal. Auch wenn die Urne offensichtlich richtig auf der Druckplatte steht, ist sie nicht schwer genug, um etwas zu bewirken. Wir können auch die anderen Urnen draufstellen. Aber sie sind nicht schwer genug. Was also zu tun? Wir kehren erstmal zurück. Gerade hier finde ich die Texturen richtig gut gelungen für die Zeit. Also sieht richtig schön aus wie Mauerwerk. Ja, das haben wir. Dann wollen wir mal. Die Urne wird unter die nach Fäulnis riechende Quelle gehalten und bis zum Rand mit stinkender, fauliger Flüssigkeit gefüllt. Sie ist nun schwerer als zuvor und voller Gestank. Yay, wer wollte nicht schon immer mal eine Urne mit Gestank füllen? So, das hätten wir auch. Dann können wir ja wieder zurück. Moment, näher ran.
Sehr gut. Schauen, wo dieser Gang hinführt. So, you have come to return my book. Very well then. For your efforts, I promise a quick and merciful death. Vielen Dank, aber ich verzichte da dankend. Wir nehmen mal das zweischneidige Schwert. Ich weiß, auch das gehört dir. Der zieht uns ganz schön Verstand ab. So, den bischöflichen Schlüssel haben wir. Ein Altar für einen Gott, der erkennen lässt, wie einst das alte Böse über die Erde wandelte, noch bevor die Menschen sie bewohnten. Ja, wir sind hier wirklich im Höllenpfuhl der Kirche gelandet. Haben das Buch allerdings jetzt wieder. Und sind allerdings dem Wahnsinn ziemlich nahe. Und der Fluch tut sein Übriges. Wir sehen wirklich nicht mehr gesund aus. Das Schwert haut schon ordentlich zu. Auf einen Hieb können wir den Körper vom Rumpf trennen. Ein Trapper. Wir kommen nicht um ihn herum. Die Dimension der Trapper breitet sich in alle Richtungen aus. In ihr kann keine Magie gesprochen werden, und Menschen sind den sonderbarsten Phänomenen ausgesetzt. Portale wechseln immer wieder ihre Farbe, und nur der Schnelle wird entkommen. Tja, was uns allerdings diese Dimension der Trapper bringt und wie wir hier wieder rauskommen, das werden wir erst im nächsten Video erfahren. Ich habe jetzt auch schon etwas länger als normal gespielt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und abonniert mich, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen und dieses Spiel euch begeistern kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.